Die Geschichte der Grube Gulay und damit des hier gezeigten Förderturmes beginnt urkundlich im Jahre 1599, also vor fast 400 Jahren. In jenem Jahr hat der Rat der Stadt Aachen das Kohlwerk Gutlay durch Eintragung in das Kohlwerkregister bewilligt. Der Name Gutlay, das heißt guter Fels, ist von dem guten Schiefer, dem Kohlenschiefer, abgeleitet. Im Jahre 1817 kaufte Gerhard Demeth aus Lüttich die Grube Gulay bei Morsbach. Daraufhin hieß im Volksmund der gute Fels bald Welsche Kulm. 1858 ging Gulay in den Besitz der Vereinigungsgesellschaft über, und zwar zum Preis von 264.000 Talern. 1907 verband sich die Vereinigungsgesellschaft mit dem Eschweiler Bergwerksverein. Ein Jahr vor der letzten Jahrhundertwende, also 1899, begann man mit den Abteufarbeiten für den von Görschen-Schacht. Dieser Doppelschacht war der Vorgänger des Betonförderturmes. Den Namen von Görschen erhielt der Schacht aber erst später. Er wurde nach Robert von Görschen benannt, der von 1907 bis 1909 den Vorsitz im Aufsichtsrat des EBV führte. Da nach dem Verbund der Gruben Gulay in Morsbach und Lauerweg in Kohlscheid Mitte der 50er Jahre eine Fördersteigerung im von Görschen-Schacht nicht mehr möglich war, wurde im Jahre 1958 mit dem Bau des 69 Meter hohen Stahlbetonturmes über dem alten 37 Meter hohen Doppelfördergerüst begonnen. 1960 wurde der zweibeinige Betonförderturm in Betrieb genommen. In jener Zeit betrug die Gesamtbelegschaft des Verbundbergwerkes Gulay-Lauerweg rund 3.200 Mann. Durch den von Görschen-Schacht wurden arbeitstäglich 3.000 bis 3.400 Tonnen Anthrazitkohlen zutage gehoben. 1966 wurde die Förderung auf die tiefste Sohle, die 850 Meter Sohle, verlegt. Im Jahre 1969 hatte der gute Fels ausgedient. Der EBV musste sich den Absatzmöglichkeiten anpassen. Mit der Stilllegung der Grube Gulay endete im Bereich der Stadt Würselen die traditionsreiche bergmännische Tätigkeit, die über viele Jahrhunderte Generationen von Bergleuten Arbeit und Brot gegeben hat. Wie deutlich zu sehen, verfolgte an einem sonnigen, wolkenfreien Augusttage eine große Menschenmenge die Vorbereitungsarbeiten und Durchführung der Sprengung des Betonförderturmes. Am 4. August 1994 um 11.33 Uhr wurde der Betonturm, ein Wahrzeichen Würselens, umgelegt. Die Sprengarbeiten verliefen mit einer einzigartigen Präzision und nur geringen Belästigungen. Erschütterungen wurden nur sehr gedämpft weitergeleitet. Günstig hat sich das Aufschichten bzw. Ausheben eines sogenannten Fallbettes ausgewirkt. Der Film zeigt uns jetzt,
das Fallen des Turmes noch einmal aus größerer Entfernung, nämlich von Euchen aus. Auch in den folgenden Stunden und Tagen riss der Menschensturm, darunter viele Turmspechte, nicht ab. Binnen kurzer Zeit wurde der gestürzte Turm in transportable Stücke gebrochen und Fuhre für Fuhre zum Anna-Zechen-Gelände gebracht. Schon bald wird ein neues Wohngebiet rund um das Schachtgelände unter dem Namen am Förderturm entstehen. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die neue Sporthalle, den Turm der Pfarrkirche St. Balbina sowie auf die Umlenkscheiben des alten Fördergerüstes. Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Der Blick von gleicher Stelle zeigt die enorme Neugestaltung, die sich binnen kurzer Zeit vollzogen hat. Viele Familien fanden hier ihr neues Zuhause und zahlreiche Gewerbetreibende eine neue Wirkungsstätte. Das Zechenwerksgelände grenzte einst an der bis zum Jahre 1999 neu gestalteten Juleistraße. Von dort erreicht man schnell die schon im Februar 1994 fertiggestellte Sporthalle. Im Osten des Gebietes ist die hintere Front der Häuserblocks an der Morsbacher Straße zu sehen. Zwischen dieser und der Sporthalle befindet sich ein Pumpwerk zur Regulierung des Grundwassers in den verbliebenen Grubenstollen. An dieser Stelle stand einst der Betonförderturm. Doch trifft man auch da und dort auf Relikte, die Zeugen einer unvergessenen Vergangenheit sind. Das Gebiet nahe der Pfarrkirche St. Balbina hat sich nach der Sprengung des Betonförderturmes zu einer zukunftsweisenden, modernen Wohnanlage im Stadtgebiet Würselen entwickelt. In dieser verkehrsberuhigten Gegend mit hoher Wohnqualität wird es den Kindern ermöglicht, sich ohne Gefahr frei zu bewegen. Harmonisch eingegliedert gegenüber der Sporthalle ist der Kindergarten der Pfarrei St. Balbina.
Die Anordnung der Straßen und Wege sowie die geschmackvoll gestalteten Häuser bezeugen eine wohldurchdachte Planung. Nähert man sich dem ehemaligen Zechengebiet von Westen, so sind hier am Rande des Geländes die Einrichtungen für Freizeitsport und kleinen Spaziergängen angelegt. Ebenfalls trifft man auf die vielgenutzte Rutschbahn sowie auf den schönen im Grünen befindlichen Kinderspielplatz. Abschließend ist anzumerken, dass die Stadt Würselen innerhalb der verflossenen 6 Jahre hier auf dem ehemaligen Zechengelände der Grube Gulei ein Wohngebiet entstehen ließ, welches breiten Anklang, Anerkennung und Zustimmung gefunden hat. Und das neue Leben blüht.